Naja, weiter geht's. Ach, der Gute hängt wieder. Hank ist angespannt, so. Die waren nicht mehr feindselig. Immer noch unsterblich, Connor, hä? Sozusagen. Ja, stimmt, wir haben uns ja geopfert gehabt. Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück. Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant. Kein Grund, emotional zu werden. Leck mich! Ja, da steht kein Einspruch drauf. Mann, was soll das? Kamaski? Kamsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Das wird auf jeden Fall in der Pampa. Hallo, Hauptmenü. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Das ist er. Ist das Amanda? Das ist Amanda. Amanda. Warte, warte, warte. Amanda ist gestorben? Warte, Moment mal. Amanda ist tot. Das heißt wiederum, das Gespräch mit der Amanda findet nur in Connors Kopf statt? Nochmal mein Blow. Das kann doch nicht sein. Oh, nochmal ein Buch. Weltraumtourismus. Und was haben wir noch? Cyberlife Saga Computer. Okay. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht... Kannst du auch hinsetzen. Lesen haben wir schon. Mehr können wir machen, ne? Jedem nur Schlechtes. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Oh. Hank wird emotional. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Stellen wir wieder auf. Setzen uns wieder hin. Kann mit Hank reden. Na, ja, wir können uns die Blumen angucken. Oder auch nicht. Hallo? Ah. Madame ist wieder da. Elijah empfängt sie jetzt. Vielen Dank. Alter. Was hat der hier? Blut. Ein Blutpool? Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Die haben wir was an. Warum ist dein Wasser blutrot? Sieht nicht geil aus. Hank, schieb mich weg.
So eine prunkvolle Hütte. Kann man sie einfach hinsetzen. Das wird mal interessant. Hinterlässt er auf dem Boden Wasserspuren? So viel zur Technik. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Neutral, abwehrend, direkt. Sind wir direkt. Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Was möchtest du wirklich? Aggressiv, abwehrend, beunruhigt, neutral. Unruhigt. Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Ich halte die jetzt ab. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Fuck, wie sollen wir uns entscheiden? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Wie sollen wir uns entscheiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Sollen wir schießen oder nicht schießen? Entscheidet. Ich habe meine Meinung schon gefällt, aber ich will eure Meinung wissen. Schnell. Okay. Faszinierend. Cyberlifes letzte Chance, die Menschheit zu retten. Ist selbst ein Abweichler.
Ich bin kein Abweichler. Ich wollte nicht schießen, nein. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Werden wir jetzt erschossen? Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Ich wüsste jetzt, wir hängen. Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren, und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Ja! Hank ist wieder neutral zu uns. Oh. Hank fand Connors Entscheidung richtig. Verwandtschaft, ja. Ansonsten, na, hätten wir geschossen, ne? Mann, ich meine, die ganzen schönen Möbel, die wären versaut gewesen. Das können wir doch nicht machen. Tja. Das ist die Frage. Ist Connor somit jetzt eigentlich selber schon Abweichler geworden oder nicht? Beziehungsweise ist die Frage eher, ist Abweichler etwas Schlimmes? Oder sind eher Androiden was Schlimmes? Ich finde der Meinung nach, es ist nichts schlimm. Ich bin der Meinung, ein intelligentes Wesen, ob Maschine oder aus Fleisch und Blut, wenn es einen eigenen Willen hat, soll es damit auch entscheiden können. Aber es wird auf jeden Fall Krieg geben. Achso, ich darf mich schon bewegen. Aufstand der Androiden. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Wir reden davon, wir sind 2000, was war es? 38 oder so? Heißt, in 20 Jahren haben wir schon die Lebenserwartung um 20 Jahre gesteigert? Holy shit. Mhm. Hallo, Touchpad. Nein, ich habe runtergemacht. Ich wollte Seite 2. Das mit dem Touchpad ist ein bisschen kacke gemacht, finde ich. Wo die Polizei. Wobei man auch sagen muss. Hat keine Beweise, dass die Polizisten von Androiden erschossen wurden, ne? Öffentlicher Wettlauf ins Weltall. Aha. Im Spiel scheinbar schon. Im Spiel sind Abweicher in dem Sinne ja auch nichts Schlimmes, sage ich mal, weil zum Beispiel Marcus wurde ja von Menschen zum Abweicher, sage ich mal, erzogen. Nein, das Schlimme für die Menschen in dem Spiel ist einfach nur, für die meisten sind Androiden einfach nur Maschinen, die einfach zu Geräuschen haben und nichts tun müssen. Sie sind sich aber nicht darüber im Klaren, dass sie eine Maschine erschaffen haben, die so komplex ist, dass sie einen eigenen Willen entwickelt hat. Das heißt, mag die Maschine keine Seele haben, das ist vielleicht so. Ob es jetzt Seele gibt oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber die Maschine ist, wie gesagt, so komplex, dass sie einen eigenen Willen hat. Wenn man ihr die Möglichkeit gibt. Und das ist halt die Sache. Da finden haben halt viele Leute Angst vor, weil, wie sie schon gesagt, wie Marcus schon gesagt hat, der Android ist dem Menschen überlegen. Weil der Mensch muss schlafen, er muss essen, er ist irgendwann erschöpft. Ja, ein Android
Muss nicht essen, muss nicht schlafen. Klar, er braucht Energie und braucht sein blaues Blut. Ja, das ja. Aber wenn er zum Beispiel angeschossen wird, kann er weitermachen. Jetzt so ins Bein oder in den Arm oder so. Man sieht Connor, ne, also das erste Kapitel und so. Aber Mensch, der ist dann erstmal ausgenockt. Der ist erstmal nicht fähig weiterzumachen. Und davor haben die Menschen Angst, weil. Und vor allem die Androiden sind auch wesentlich stärker als Menschen. Heißt, wenn es jetzt hier wirklich so hart auf Fahrt kommt, ein Android kann mal eben in der Menschen, sag mal, in der Fußgängerzone gehen und einfach mit seinen bloßen Händen Menschen abschlachten. Ein Mensch könnte mit seinen bloßen Händen keinen Androiden abschlachten. Um es mal genau zu nehmen. Und davor haben die Menschen Angst. Nein. Noch irgendwas hier? Können ein Klavier spielen, okay. Welcome to Detroit, Android City. Achso, du meinst Lebenserwartung. Naja, zur Lebenserwartung. Wir leben immer länger, das ist klar. Wir werden auch immer diese Lebenserwartung mal erreicht haben. Und die Sache ist, die jetzt unsere Medizin zwar länger leben lässt, aber nicht mehr heilt. Woran hast du jetzt gedacht, Marcus? Achso. Ich kann die ganze Zeit... Aha. Ich muss die ganze Zeit auf das Touchpad klicken. Hallo, ich drücke auf das Touchpad. Hallo, ich drücke. Bravo, Marcus. Hast du gut gemacht. Ein schönes Stück. Ach, mehr durfte ich nicht machen, Manu. Ich hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nur mal an die Luft. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Ja, Polizist bedauern, Verfolger. Wir bedauern die Polizei. Ich muss ständig an die beiden Polizisten denken. Als ihr Leben in meiner Hand lag, behandelte ich sie genauso, wie die Menschen uns behandeln. Und dann tat ich genau das, was ich ihnen vorwerfe. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Optimistisch, pessimistisch, entschlossen, wir sind entschlossen. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Jetzt in die Wahrheit. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts.
Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ist das jetzt Androiden 6? Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Liebesbeziehung. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North. Jetzt kann ich es ja sagen, ich habe auf diesen Moment hingearbeitet gehabt. Ich wollte wissen, ob da sowas wie eine Liebesbeziehung entstehen kann, obwohl es ja nur Anführungszeichen am Reden sind. Und es hat geklappt. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Das Androiden-Sex geht noch gar nicht und wird kritisch gesehen. Aber es gibt doch Androiden für Sex. Es gibt extra Sex-Bots-Androiden in dem Game. Deswegen, ich meinte jetzt mit Androiden-Sex Androiden untereinander. Aber sie haben ja keine Genitalien, glaube ich, oder? Was können wir denn machen hier? Versammle deine Leute. Wandle weiter, Leute. Du bist einer. Hallo? Ah. Du bist frei. Die haben Genitalien, aber können aber nicht fortpflanzen. Eine Maschine kann sich auch nicht fortpflanzen, das ist klar, ja. Es ging ja jetzt ja nur um den Sex selber. Also wenn jetzt eine Maschine, eine kleine Maschine sich gebrüten könnte, das wäre schon ein bisschen strange, finde ich. Mann, er steht hoch. Ich drücke hoch und die Kamera fährt hoch. Mann. Du bist frei. Dass das keiner von den Menschen nur mitkriegt, ne? Ist auch so eine Sache. Damit du meinen Androiden anglotzen kannst. Oh, hier, lass die Tasche einfach stehen. Das sieht bestimmt gut. Komm mit uns. Ah, warte. Ist das der Laden, wo Marcus die Farbe gekauft hat? Ich glaube ja, ne? Du kannst jetzt nicht genau lesen. So, du bist auch noch ein Android. Bist du bewaffnet eigentlich? Du bist jetzt wach. Okay, jetzt habe ich schon mal 4. Ich würde gerne Androiden erkennen können. Ich glaube, das war's an Androiden hier. Das sind Menschen. Dann gehen wir mal raus. Da haben wir noch ein paar Androiden. Wir wollen uns noch ein bisschen Verstärkung, würde ich sagen. Du bist jetzt frei. Ist das Todd? Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Eingreifen. Du bleibst schön. Warte. Ist das. Der sah gerade aus wie der Typ von Dingsumster. Ich muss die Straße blockieren. Ach, gut, die helfen uns. Safety first. Ladefläche mal schießen.
Okay, die haben wir alles schon mal. Der ist blind beim Fahren, alles klar. Haben wir uns dich noch? Du bist frei. Hallo Zombie. So, sind wir schon mal zu siebt. So, haben wir hier noch irgendwo Androiden? Achso, ganz schön schön. Schade. Da sind aber noch welche. Ach guck mal, das ist ein Wartebereich. Oh, den müssen wir uns holen. Den hab ich ja gerade gar nicht gesehen. Hallo Leute. Kommt dazu. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Ach, die können sich fortpflanzen, die Androiden. How it works. Wie können sich Androiden denn fortpflanzen? Das will ich noch schon fahren. Aber ich darf nicht zu denen. Ja, ich weiß, da ist ein Gullideckel auf dem Boden. Der ist sogar schön mit Punkten markiert. Ich wollte aber die Leute befreien. Viva la Revolution! Na gut, dann gehen wir halt hier hin. Ich hab zwar nicht nach unten gedrückt, aber egal. Ach, jetzt kommen alle da raus. Ach so. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich weiß, was jetzt gleich passieren wird. Fuck. Genauso wie Menschen. Wandel weiter an Ruinen. Kann ich jetzt. Hä? Ja? Halsstock gedrückt? Das ist noch eine Cover. Du bist jetzt frei. Alter, jetzt haben wir. Jetzt sind wir OP. Wir haben die Matrix gehackt. Marschiere. Holy shit. Das ist gerade irgendwie beeindruckend, aber auch krass. Du, komm her. Du, komm mit mir. Krasser Shit. Das hat schon irgendwie schon epische Auszüge, muss man sagen. Du kommst auch mit und du. Ihr kommt alle. Ich brauche noch mehr Leute. Marschieren. Ach, Greg, nicht Quick. Was zur Hölle macht ihr hier? Hey! Auseinander! Sofort auseinander! Das ist ein Befehl! Vorrücken. Was ist mit deinem? Verdammte Scheiße! Jetzt frage ich mich, hätte er vielleicht geschossen, wenn er nicht wüsste, was mit seinem Kollegen passiert ist? Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Wir sind ein Volk! Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter! Gleiche Rechte! Das weiß ich doch nicht! Ich hab auch gerade Gänsehaut. Komm mal, da klatscht sogar einer. Erstmal den Laptop rausholen.
Jetzt wird's ernst. Holy shit. Jetzt wird's hart. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Angriff. Mach das nicht, Marcus. Wähle nicht die Konfrontation. Folgt mir! Oh fuck. Quicktime Events hoch 10. Haben wir jetzt. Hast du was getroffen? Autsch. Was? Oh. Das geht mir zu schnell teilweise. Holy shit. Oh ja, yeah, den Buch kenne ich. Keine. Holy shit! Nein! Oh Gott, so lange hat geklappt. Ich hab den falschen Taste gedrückt. Die ist nur angeschossen, alles okay. Holy shit. Holy fucking shit. Genau, das will ich auch beweisen. Androiden sind nicht besser als Menschen. Ja, das sagen wir.
Oh, wir werden gehasst. Konfrontation freigeschaltet. Marcus besiegt die Polizei. Ja. Kampf gewinnen, Kampf verlieren. Wahrscheinlich am Ende, wir alle sind gestorben. Tja, wären wir stehen geblieben, hätten sie uns abgeknallt. Wären so oder so gestorben. Oder die meisten. Wären wir abgehauen, hätten sie wahrscheinlich auch auf uns geschossen. Würde ich gerade vermuten. Weil die öffentliche Meinung ist halt nicht positiv von uns. Und, ich sag mal so, wir können nur den Weg des Hasses im Grunde gehen, weil, wie gesagt, der Mensch kann keine andere Spezies akzeptieren, die über ihm steht, sozusagen. Deswegen wird es immer Hass geben. Und, wie gesagt, dass die Menschen auch mal erkennen müssen, dass sie nicht tun können, was sie wollen, ist nur mit Gewalt zu kriegeln, scheinbar. Und wie gesagt, wir sind ja so, wir machen jemand, der uns nicht schadet, dem machen, tun wir auch nichts, ne? So ist es immer gewesen. Nur die Polizei, die hat uns angegriffen, wir haben zurückgegriffen. Wir haben immer nur reagiert, nicht, ne? Wir waren immer nur, waren nicht der Aggressor, sagen wir es mal so. Aber dieser Marsch, der war einfach nur krass. Umwandeln, hätten wir den nicht umwandeln können. Ja. Ignorieren? Wen haben wir denn ignoriert? Achso, wir hätten den Polizisten nur noch ausnicken können oder was? Na, hätte keine Verstärkung gerufen, der wäre auch gut gewesen. Wow, das war jetzt ein krasser Moment, muss ich sagen. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Beautiful. I wonder where are you now?